Hallo zu einem neuen Video von mir. Ja, oh Gott, fängt schon gut an. Wenn ihr wissen wollt, wie man, ich nehme es als Topflappen, ihr könnt es auch gerne als Spültuch nehmen. Ich habe gerade schon gedacht, diese Struktur, die ist richtig schön, irgendwie richtig schön grob auch. Auf jeden Fall, ich nehme es als Topflappen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das häkelt, dann bleibt gerne dran. Topflappen und alles nehme ich Baumwollgarn ist das. Da hatte ich noch den Rest von meiner Tasche über. Deshalb habe ich gedacht, was kannst du noch Kleines damit machen? Und da kam ich auf die Idee Topflappen. Dann hatte ich dieses Muster hier gehäkelt und habe mir gedacht, jo, die Struktur passt auch gut als Spültuch. Also wie gesagt, ihr könnt es als beides nehmen. Und ja, dann würde ich sagen, bevor ihr das Video anguckt, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar. Und den, was habe ich denn hier wieder gemacht? Und den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, los geht's. Und zwar nehme ich die gleiche Wolle, wo ich die Tasche mitgehäkelt habe. Da könnt ihr mal gucken. Da hatte ich die irgendwie verlinkt. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir fangen an und machen unseren Knoten. Und häkeln dann 40 Luftmaschen insgesamt. Und das Muster geht so ähnlich wie, sag schnell, das Perlmuster beim Stricken ist das. Wir häkeln gleich immer gegensätzlich so 1, 2, 3, 4, 5. Einfach immer so durchziehen. 6, 7, 8, 9, 10. So, und insgesamt 40 Luftmaschen brauchen wir. Und dann sehen wir uns wieder. So, und wir häkeln jetzt einfach ganz normal mit festen Maschen. Das heißt, wir gehen hier rein, ziehen durch und ziehen nochmal durch. Gehen in die Masche rein, ziehen den Faden durch und nochmal durch. Und das Ganze machen wir jetzt die ganze Reihe runter. Und dann, wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns wieder, weil dann geht es in festen Maschen so ähnlich wie das Perlmuster beim Stricken. Ihr müsst euch da gleich ganz kurz nur was merken, aber es wird jetzt auch nicht allzu schlimm sein. Na. Putschi putsch. Super. So, erstmal hier rein. So, bis gleich. So, ich bin jetzt hier in der letzten Masche. Dann eine Luftmasche und alles wenden. So, und jetzt hat die Maschen haben ja vorne und hinten Glieder. Also die Fäden hier vorne und hinten. Könnt ihr das sehen? Also hier hinten und hier vorne die Fäden. Jetzt fangen wir an. Machen hinten einmal eine rein und in die nächste vorne. Und so häkeln wir jetzt die ganze Reihe. Hinten in die Masche. Faden nicht spannig genug. Vorne in die Masche rein. Hinten in die Masche rein. Vorne in die Masche rein. So, und wie gesagt, so häkeln wir das Ganze jetzt bis zum Ende. Und eigentlich war es das auch schon. Und dann sehen wir uns auch wieder und vorne. In die Masche rein. So, bis zum Ende der Reihe, dann sehen wir uns wieder. Also, ich bin jetzt hier in der letzten Masche. Ich muss hier vorne in das Glied reinstechen und das abhäkeln. Nennt man das so, abhäkeln? Dann eine Luftmasche. So, und hier war ich gerade vorne drin, also gehe ich jetzt hinten rein. Und das ist quasi dann wie beim Perlmuster, beim Stricken ist das hier dann auch versetzt. Wo ich vorhin hinten war, gehe ich jetzt vorne rein. So, hinten. Vorne. Na,
Und dann immer so im Wechsel häkeln. Und das war auch schon das ganze Muster, der ganze Spuk. Und so geht es jetzt die ganze Zeit einfach nur weiter. Solange bis dann euer Spültuch, ich will ja einen Topflappen stricken, häkeln. Oh Gott. So lange, wie es dann hoch ist. So, vorne, immer schön im Wechsel. Vorne, hinten, vorne, hinten. Wie gesagt, bis ihr eure Größe erreicht habt und dann seid ihr auch schon fertig. Dann zeige ich euch hinterher das Endergebnis nochmal. So, wir haben jetzt hier die letzten Reihen oder die letzten Maschen noch zu häkeln. Und dann sind wir auch schon, also ich bin dann fertig. Ich hatte erst noch überlegt, ob ich hier einen Häkelrand drumherum mache, aber nö. Und vorne rein. Erstmal keine Lust. Und nee. Henkel hatte ich auch erst gedacht, ob ich da irgendwie welche dran mache. Aber ich glaube, das lassen wir. So, einmal durchziehen und fertig. So, fertig ist mein Topflappen. Ich habe gerade schon beim Häkeln gedacht, der hat richtig schöne Struktur. Den kann man eventuell sogar gut als Spüllappen nehmen, dass man hier richtig schön Schmutz mit wegbekommt oder irgendwie. Das bin ich am Überlegen, ob ich ihn dafür nicht vielleicht nehme. Und wenn ich jetzt hier einen aufwendigen Rand drumherum häkle, das, ne, also dann nehme ich ihn wirklich nur als Topflappen. Aber so, ich habe echt schon überlegt, als Spüllappen wegen der schönen Struktur. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!